Servus Leute und willkommen zurück bei der Directly Shisha WG. Wir gucken uns jetzt das Video Shisha 7 vs. Wild Edition nur mit Messer und Schnur und guten Swizzy an. Der Alex ist mit am Start. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Du bist ja auch voll drinne bei 7 vs. Ja, Wild, oder? Voll. Also krasseste Projekte auf YouTube, was ich bis jetzt eigentlich so... Es kommt nicht ganz an die alten Longboard-Tour-Vibes für mich ran, aber es ist in der Neuzeit von YouTube für mich auch eins der absolut geilsten Projekte. Natürlich nach den Special-Streams von SWG. Natürlich. Ja, selbstverständlich. No joke, was Fritz Meinecke und sein Team da auf die Beine gestellt haben, ist krass. Und ich finde es witzig, dass der Sandro da direkt die Wave mitreiten will und hier Shisha 7 vs. Wild Edition rausbringt. Safe. So, sind wir mal gespannt. So, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Warum Hallo, Sandro. Sitze ich hier mitten im Wald? Ganz, ganz einfach. Das könnte man auch so gut als Meme verpacken. Warum sitze ich hier mitten im Wald? Ich baue mir eine Pfeife. Ich habe die Serie 7 vs. Wild von Fritz Meinecke geschaut und das Ganze hat mich zu einer Videoidee gebracht. Ich habe überlegt, welche 7 Gegenstände würde ich mitnehmen. Dann habe ich gedacht, ja, Schweden... Welche 7 Shisha vs. Wild Gegenstände würdest du mitnehmen? Wir brauchen auf jeden Fall eine Pfeife. Ja, würde ich wahrscheinlich die Breeze oder sowas nehmen. Breeze, Penta, irgendwas Kleines. Ja, was Kleines. Ist halt die Frage, oder ob du eine Travel-Pfeife nimmst oder halt eine kleine Pfeife. Genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht wäre eine Viro One sogar geiler. Ich glaube, ich würde eine One oder eine Hazard mitnehmen, alleine, weil das Glas nicht kaputt gehen kann. Okay, dann brauchen, also wir haben eine Pfeife, dann brauchen wir einen Kopf, wir brauchen HMD, wir brauchen Kohleanzünder und wir brauchen Tabak. Dann sind wir schon bei 6 Sachen. Und wohl, ich finde, Zange geht eigentlich. Dann könnte man halt Stöcke oder sowas nehmen. Ja, ich meine, was ist sonst noch dein Problem? Du kriegst ja... Wasser kriegt man irgendwo, ansonsten bist du eh am Arsch. Ist halt die Frage, brauchst du einen Kohleanzünder, wenn du... Ja, angenommen, ach, wenn du Feuer machst? Ja, genau. Okay, ja gut, stimmt. Wenn du einfach ein Feuerzeug oder einen Feuerstein mitnehmen würdest, könntest du die Kohle in den Feuer werfen, dann bräuchtest du eine Zange. Ist die Frage, ob du lieber eine Zange hast oder einen Kohleanzünder, dann würde ich, glaube ich, lieber die Zange nehmen. Ist einfacher. Wahrscheinlich, haben wir das geklärt. Dann habe ich mir gedacht, okay, Shisha wird wahrscheinlich nicht erlaubt sein, also die Pfeife an sich, weil man die für ganz viel anderes Zeug benutzen kann. Aber Shisha-Tabak sollte eigentlich erlaubt sein, weil ich habe auch ein paar Videos vorher gesehen. Krass, Sandro hat sogar so einen Feuerstahl. Ja. Hast du einen Feuerstahl? Nee. Ich auch nicht. Braucht man einen Feuerstahl? Ja. Wofür? Zeig dir Sandro gleich. Und ja, dann habe ich mir überlegt, was für 7 Gegenstände nehme ich mit, damit ich mir auch eine Pfeife bauen kann. Und darum geht es heute. Ich blende hier irgendwo kurz alle 7 Gegenstände ein, die ich mitnehmen würde. Okay. Aber hier sind die einzigen 3, beziehungsweise 4 mit... Schalfsack. Der Schalfsack. Aber hier sind die einzigen 3, beziehungsweise 4 mit dem Tabak, die ich heute verwenden werde, um eine Pfeife zu rauchen. Und das ist genau ein Schweizer Taschenmesser. Hier sogar natürlich ein Schweizer Taschenmesser. Seil. Kein Paracord, wollte ich mir nicht extra kaufen dafür, weil ich das sonst nicht brauche. Das ist etwas Hanfschnur. Auf natürlicher Basis. Und Feuer. Auf natürlicher Basis. Steinstahl, Feuerstahl. Ja, wisst Bescheid, ich habe das Ding noch nie benutzt. Ich habe zu Hause etwas damit rumgespielt. Aber ich wollte schon immer mal so eins haben und habe das jetzt als Ausrede benutzt. Falls ich das nicht hinkriege, habe ich natürlich noch einen Backup-Plan. Bin zwar im Wald, aber ich bin hier bei einer öffentlichen Feuerstelle, weil ich muss jetzt da nicht extra noch eine Feuerstelle und alles bauen und irgendwie die Natur zertreten, wenn das nicht nötig ist. Also werde ich hier heute das Feuer da drin machen. Sandro hat halt echt immer so wilde Ideen, ne? Klappt gut, sagst du? Die Funken fliegen wie wunderschön. Sandro, du brauchst Birkenrinde. Jeder 7 vs. Wild-Zuschauer weiß das. Hoppala. Da ist mir wohl ein Streichholz in die Hand gefallen. Disqualifiziert. Ja. Aber jetzt fangen wir endlich mal an mit der Pfeife und dem ersten Teil davon. Das erste Teil, das ich brauchen werde, oder besser gesagt machen werde, ist der Kopf für die Pfeife. Und dazu brauche ich einen etwa faustdicken Ast und den werden wir jetzt suchen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mein Schweizer Taschenmesser bis jetzt höchstens zum Schnitzen von Essen, zum Würstebraten benutzt. Ah, das geht eigentlich ziemlich gut so. Zack. So. Also hier haben wir den späteren Kopf, einen Schönheitspreis gewinnt er bis jetzt noch nicht. Aber das nächste, was ich machen werde, ist später hier bestimmt ein Loch durchmachen und den aushöhlen. Das kann ich mit der Säge hier machen.
Junge, der ist ja Stunden beschäftigt damit, oder? Jetzt haben wir hier mal ein kleines Anfangsloch. Hauptsache Feuer brennt schon. Hier seht ihr, wie weit ich jetzt gekommen bin. Ich denke, der Kopf ist soweit fertig. Ja, wahrscheinlich. Hier drin haben wir genug Platz, um Tabak reinzumachen. Und wie ich das dann mit der Kohle und so machen werde, werdet ihr dann sehen. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Ich bin wieder hier, selber Ort und... Muss ja einfach mal geben. Er hat jetzt einen Tag gebraucht, um Feuer zu machen, das er dann nicht benutzt hat, und einen Kopf zu sägen und zu schnitzen. Ja. Krass. Jetzt brauchen wir als nächstes ein Tauchrohr und Rauchsäure, das von hier unten runter geht. Das versuche ich jetzt so lange wie möglich zu machen. Und dazu was ein Stress. Mit geraden Ost, mit vielleicht so einer Dicke oder so. Den gehe ich jetzt mal suchen. Diesen Teil hier kann ich perfekt für das verwenden und den Rest kann ich gleich noch verbrennen. Aber das muss er jetzt auch noch irgendwie aushöhlen. Ja, aber vor allem, du brauchst ja eigentlich kein Tauchrohr. Dir reicht ja eigentlich die... Rauchsäure? Du brauchst keine Rauchsäure, die reicht das Tauchrohr. So. Ja. Das ist jetzt echt schon ausgehöhlt. Hier ist es schon durchgebrochen. Indem dass das mit den Rohren nicht funktioniert bei so kleinen Ästen, habe ich mir schon gedacht oder beziehungsweise befürchtet. Deswegen balten wir den guten Ast jetzt einfach mal. Und jetzt schaue ich mal, wie gut ich diesen Kern hier rausbringe. Und wenn der draus ist, kann man die einfach wieder so aufeinander machen und deswegen auch die Schnur, dann so zusammenbinden. Ja, das sollte deutlich einfacher sein. Wieder luftig sein. Ich hätte mir wahrscheinlich schon 8-mal in die Hand geschnitten. Ja. So, Freunde, es hat sogar funktioniert. Hier seht ihr jetzt, das Ganze ist ein Rohr und ich werde es noch etwas ausputzen hier und dann das hier zusammenbinden. Natürlich, wenn wir schon das Schweizer Taschenmesser mit haben. Die Schere. Digga, ey, Swissy, ich hoffe, die offizielle Schweizer Taschenmesserfirma hat dich dafür gesponsert. Das ist die perfekte Schweizer Taschenmesserwerbung für die Shisha-Szene. Wie mache ich einen normalen Knoten am Ende rein? Sandro! So, perfekt. Und dann sieht das doch schon eher nach einer Shisha aus. Ja, ja, wenn ich das sehe, auch mein erster Gedanke, Shisha. Gut, dann machen wir uns jetzt an die Bowl. Digga, Bowl wird ja bestimmt auch anders stressig. Ja. So, ich bin jetzt bestimmt eine Stunde schon rumgelaufen und ich finde einfach nichts. Den habe ich gefunden, war eigentlich die richtige Dicke. War am Boden, aber komplett hart drin. Das Holz also ausgetrocknet und morsch. Also ich habe den auch mit dem Fuß direkt abgebrochen. Der hier. Den werde ich verwenden für die Bowl, hoffentlich. Hoffentlich. Krass, sogar den will er mit dem Taschenmesser durchkriegen. Hat er nichts anderes dabei? Ja, ich will nicht wissen, wie oft sich Sandro bei dem Video gedacht hat, warum mache ich so eine Scheiße? Mich würde auch echt mal der komplette Zeitaufwand interessieren. Komm. Ja. Jesu Maria, meine Güte. Ich halbiere den Bums mal. Ach was, den will er auch spalten, oder was? Oh, Digga, Tag 3 einfach. Wir haben den nächsten Tag. Ich war ready, um in den Wald zu gehen und nochmal etwas drauf loszuschnitzen. Und es regnet. Oh, und dann Schnee. Dann komme ich hinaus und sehe das einfach mal Schnee. Ja, was ein traumhafter Ausblick, oder? Ich denke, wir werden das Teil einfach hier fertig bauen. Das kriege ich schon hin und ich habe gestern noch etwas rumexperimentiert. Mit dem Stamm, den ich gestern abgesägt habe, das ist das Ding hier und das hätte ich niemals durchgekriegt mit dem Taschenmesser. Da braucht man auf jeden Fall ein größeres Messer oder so. So, ich habe jetzt hier im Garten dieses Ding hier abgesägt und auf jeden Fall mit dem Taschenmesser wieder 40 Minuten und nicht mit einer anständigen Säge in 30 Sekunden durch. Die jetzt aber zufälligerweise in Reichweite lag. Verstehe. Jetzt schauen wir mal, ob ich das Ding hier spalten kann. Aber ich weiß ja nicht, gerade bei der Bowl mit dem Spalten, ob das so eine gute Idee ist. Ja. Notiz an mich, das nächste Mal auf jeden Fall ein größeres Messer. So, und jetzt haben wir diese Viertel am Start. Und jetzt werde ich die Endlänge einzeichnen. Zur Höhe hier eine... Ja, und jetzt? Und jetzt säge ich hier fast bis zum Rand runter rein. So, und jetzt habe ich diese alle hier zugesägt. Und als nächstes werden wir jetzt anstelle von aushöhlen einfach die Ecken hier abspalten. Genau, also so kommen dann alle Teile zusammen. Also und dann das funktioniert auch mit dem Volumen. Selbst wenn er da Wasser reinkriegt und das Wasser drinne bleibt, das läuft doch andauernd raus, oder?
Ob das Ganze wasserdicht ist, ich bezweifle es zwar, aber wir werden es natürlich probieren. So, unten ist es zusammen. Jetzt mache ich hier in der Mitte und hier oben nochmal einen Faden drumherum. Und dann machen wir den Wassertest, und weil sonst hat es hier zu wenig Spiel rundherum. Was man hätte probieren können, dass man das irgendwie mit Harz und also mit heißem Harz zuklebt. Erhält das Ding Wasser. Ja, könnte schlimmer sein, oder? Also hier ist immer noch Wasser drin. Einfach erstmal alle 5 Minuten beim Rauchen Wasser nachkippen. Ja. Perfekt. Quillt das Holz auch noch etwas auf jetzt durch das Wasser. Und vielleicht ist das nachher sogar einigermaßen dicht. Aber ihr seht, hier ist jetzt das Wasser drin bis oben gefüllt. Ich bin zufrieden. Es tropft schon viel, viel langsamer. Und ja, jetzt müssen wir ein neues Tauchrohr machen, weil das ist jetzt auf jeden Fall zu groß. Ich habe mit einer größeren Bowl geplant. Ah, oh, Junge, die Cam ist schon wieder aus. So, dann schauen wir mal. Where the five und das passt, man könnte auch einfach irgendwelches Moos oder Blätter oder so nehmen. Aber irgendwie gehört zu jedem Survival-Projekt eine Socke dazu. ja, die ist jetzt da drin. Zitat Swissy 2021. 20. Zu jedem Survival-Gerät. Ach, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. So, und jetzt können wir hier oben das in den Kopf reinmachen. Digga, also hättest du mir gesagt, das ist eine Handgranate, hätte ich es geglaubt. Aber wenn du mir erzählst, das ist eine Pfeife. Never ever. Never. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Schlauch. Und da habe ich natürlich wieder mal eine Fehlplanung gemacht. Natürlich. Denn natürlich muss noch ein Loch in die Bowl rein. Ich hoffe, da reißt jetzt nichts, ne? Das, Alter, dann würde ich gerade alles auf dem Fenster schmeißen und drauf scheißen. Okay, es blubbert noch nicht, aber ich glaube, das ist dieses Loch, das nicht dicht ist. Nö. Dann ist es wahrscheinlich die Socke, die nicht dicht ist. Ah. So, jetzt ist es geblubbert. Die Socke war nicht dicht. Dann schauen wir jetzt mal, ob es mit dem auch geht. Du hörst halt, wie er Wasser zieht, ne? Ja. Mhm. Bah. Wie ich das mit den Kohlenhand habe, so sieht das dann etwa aus, das sollte schon reichen. Und jetzt nehmen wir den Tabak und bauen den einfach mal locker flockig. Ich glaube, die steht leicht schief, oder? Na, geht. Geht. Dann habe ich mich schon vorbereitet, denn in meiner Jackentasche sollte ich eigentlich noch von gestern kleine Steine drin haben. Genau, die habe ich gestern noch auf einem Waldweg gesammelt. Schlau! Ja. Schlau! Und das wird mein HMD bzw. Alufolienersatz. Ich mache jetzt einfach eine. Das ist der Kalaut 5. Aber ich denke, mit der Hitze sollte es eigentlich einigermaßen funktionieren. Boah, es dann sollte so das geisteskrank scheiße schmecken, Alter. So, Freunde, wir werden jetzt dann gleich in der wilden Natur versuchen, das gute Ding zu rauchen. Ich werde gleich Kohle holen aus dem Feuer, das ich gemacht habe. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden, der Schweiz. Und an dieser Stelle nochmal, wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, das war wirklich extrem viel Arbeit, dann würde ich mich... Naja, jetzt stell ich mal nicht so an, die 3 Tage da. Mhm. Extrem für einen Daumen nach oben, einen Kommentar vorhin, sehen, natürlich auch machst. Ein Abo. Nee. Das ist sehr, sehr nice und teilweise mit euren Freunden, damit sie gewappnet sind, wenn sie mal ausgesetzt sind in der Wildnis. Wie gesagt, ich habe vorhin aus dem Feuer schöne Holzkohlen geholt. Oh. Da werde ich jetzt eine hier drauf platzieren. Und jetzt mache ich einfach mal eine kleine Kohle hier oben drauf. Und übrigens, die Pfeife tropft überhaupt nicht mehr. Also es hat wirklich krass. Durch die Feuchtigkeit das, hat das jetzt nochmal komplett abgedichtet. Wichtig, wenn ihr mit Holzkohle raucht, nehmt da Stücke, die komplett durchgeglüht sind oder so gut durchgeglüht wie möglich. Sonst stinkt das maximal, es wird auch so etwas stinken. So, komm, was soll der Geiz? Ich zieh einfach mal. Es ist zwar bestimmt sind es minus 10 Grad und das war nur Atem. Cam aus. Ah, Mann, leck mich doch am Arm. Wir nehmen jetzt nur noch die. Ihr seht doch auch das Video hier. Guck mal, da ist es doch. Könnt einfach mitgucken. Ist doch alles gut erkennbar. Ich weiß nicht, was ihr habt. Wir gucken jetzt einfach so. Halt. Ein Teil davon ist auch da. Ach, was? Das ist ja die falsche Szene. Es schmeckt auf jeden Fall noch nicht verbrannt und es schmeckt nach Doppelapfel. Auch wenn nur ganz, ganz leicht. Etwas kommt, aber ich möchte gerne noch etwas mehr Hitze haben. Aber das mit den Steinen funktioniert erstaunlich gut. Also wie gesagt, es schmeckt überhaupt nicht nach verbranntem Holz. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall Hitze rein. Vielleicht mal der Kopf ab. Okay. So, also das Ganze funktioniert tatsächlich. Ich hätte nicht dran geglaubt. Ich bin ziemlich stolz auf mich. Jetzt aber nicht dran geglaubt. Wir können auch mal kurz einen Leak-Check machen, zum Schauen, wo das Signal undicht ist.
alles dampft. Und ja, dann sieht man, dass hier wirklich der Übergang, den ich mit der Socke gemacht habe, nicht ideal ist. Und hier vorne das Rohr, das in die Base reingeht, ist auch nicht perfekt. Pass auf die Kohle auf. Ja, was soll ich sagen? Es funktioniert, es ist geil. Ich habe ja alles selber gemacht, bis auf den Shisha-Tabak. Das mit dem Sackmesser hat nicht immer eindeutig funktioniert, aber mit einem anständigen Messer oder wenn man etwas mehr Erfahrung hat, kann man das dann auch besser machen. Auch hier eine größere Bowl könnte man machen, aber an sich, ich beklage mich nicht. Das Experiment hat funktioniert. Das hier ist meine 7 vs. Wild Shisha. Wenn das jemand sieht, der Wild. Vom sehr cool. Team ist oder die Regeln kennt, lass mir einen Kommentar da, ob ich das alles regelkonform gemacht habe. Natürlich bis auf das Zuhausearbeiten. Und dann würde ich sagen, noch mal, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Das war sehr, sehr, sehr aufwendig, das Video. Aber es hat sich gelohnt. Aber sau wild, oder? Oh, krass. Also Respekt, dass es überhaupt irgendwie geklappt hat. Ich habe wirklich nochmal am Ende den kompletten Arbeitsaufwand, so in Stunden. Wie viel du wirklich... Boah, ich glaube wirklich, das will keiner wissen. Aber Swizzy, meinen größten Respekt für diese Arbeit, ey. Daumen nach oben, hast du schon. Abo sowieso. Aber krass. Das muss erstmal jemand besser machen.